Heute begleiten uns Worte aus dem 124. Psalm durch den Tag. Der 124. Psalm, ein Wallfahrtslied, das ich sehr mag. Darum will ich Ihnen den ganzen Psalm vorlesen. Wäre der Herr nicht bei uns, so sage Israel, wäre der Herr nicht bei uns, wenn Menschen wider uns aufstehen, so verschlängen sie uns lebendig, wenn ihr Zorn über uns entbrennt. So ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über unsere Seele, es gingen Wasser allzu hoch über unsere Seele. Gelobt sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Immer wieder die Erfahrung, wie gefährlich, wie bedroht unser Leben ist. Und die Erfahrung, mit Gottes Hilfe kommen wir durch. Wäre Gott nicht bei uns gewesen, wie schlimm wäre es uns wohl ergangen. Vielleicht ein guter Merksatz an Tagen, wo wir das Leben recht schwer finden. Wie wäre es, wenn Gott nicht da wäre? Dann könnten wir es überhaupt nicht tragen. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Nefesh, das Wort für Seele. Es kann auch Leben oder Leben, Lebenskraft bedeuten. Unser Leben ist entronnen. Wir können wieder lebendig sein, weil wir frei sind. Das Netz, in dem wir gefangen waren, das ist weg. Aber Freiheit ist anstrengend. Freiheit ist anstrengend, weil wir selber Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen entscheiden, was wir tun, mit wem wir zusammen sind, wie unser Leben seine Orientierung findet. Freiheit bedeutet immer, Verantwortung für sich selber, Verantwortung für die anderen zu übernehmen. Freiheit ist nichts, was nur der Einzelne kann, sondern, um Rosa Luxemburg zu zitieren, Freiheit ist immer die Freiheit der anderen. Frei sind wir und das heißt, unser Lebensweg ist anstrengend und gut. Es ist gut, dass wir frei sind und nicht gefangen. Denken wir zurück, was uns denn so gefangen nimmt. Wie viel Macht bekommt die Angst über unser Leben? Die Angst vor Krankheit, die Angst vor wirtschaftlichem Existenzverlust, die Angst vielleicht auch von anderen ausgelacht, beschimpft, ignoriert zu werden. Es gibt so vieles, was uns Angst macht und was uns lähmt. Gott ist an unserer Seite. Er ist stärker als alles, was uns Angst macht. Darum sind wir frei. Die anderen, das, was uns ängsten könnte, ist immer noch da. Aber es ist nicht mehr so bedrohlich wie vorher. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Halleluja. Amen. Wir stehen im Morgen aus Gott ein Schein, durchblitzt alle Gräber, es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus, sein Tanz setzt ein. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist, der Reigen des Christus voll Kraft und Geist. Ein Tanz, der uns alle dem Tod entreißt. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Ostern, oh Tod, war das Weltgericht. Wir lachen, wir feiern dein Angstgesicht. Wir lachen dich an, du betrost uns nicht. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, stehen auf, wo der Tod und sein Werk geschieht. Im Aufstand erklingt unser Osterlied. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein. Am Ende durchziehen wir von Angst befreit, die düstere Pforte zum Tanz bereit. Du selbst siehst uns, Christus, das feste Leid. Halleluja, 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 es bricht ein Stein. Halleluja, 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 ein Tanz setzt ein.